Zum ersten Mal spricht Corinna Schumacher darüber, wie es ihrem Mann Michael wirklich geht. Auch die Kinder Gina und Mick öffnen ihr Herz und reden höchst emotional über ihren Vater. Es sind nur wenige Sätze, aber sie offenbaren das ganze Drama. Sie sind erst spät in der Dokumentation über Michael Schumacher, 52, zu hören. Gut eine Stunde lang zeichnet die Netflix-Produktion Schumacher zunächst die Ausnahmekarriere des Rennprofis nach, sprechen Weggefährten über den siebenfachen Weltmeister, dann aber ist Corinna Schumacher, 52, zu sehen. Im schwarzen Rollkragenpulli, mit rot geweinten Augen, ihr Gesicht in Großaufnahme, Corinna Schumacher, es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt, erstmals äußert sie sich zum Gesundheitszustand ihres Mannes. Punkt. Zwar nicht explizit, jedoch so deutlich, dass jeder versteht, wie es um den Ehemann und zweifachen Vater bestellt ist. Es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt, sagt Corinna. Und weiter, nicht nur mir. Den Kindern, der Familie, seinem Vater, allen, die um ihn herum sind. Es ist ganz klar, jeder vermisst ihn, Worte, die jeden erstarren lassen, ähnlich wie die Unfallnachricht am 29. Dezember 2013. Damals hieß es, Michael sei beim Skifahren in Eribel verunglückt. Kopfverletzung, Rettungshubschrauber, Krankenhaus. Wortfetzen und Schlagzeilen dazu werden in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, in der Dokumentation eingeblendet. Und Jean Todt, 75, ehemaliger Ferrari-Manager und einer der besten Freunde von Michael, sagt, das Leben der Familie hat sich von einem Moment auf den anderen geändert. Corinna reißt Mauer des Schweigens ein. Wie radikal diese Veränderung ist, erfahren wir nun, fast 8 Jahre später, direkt von Michaels Frau und den Kindern Gina, 24, und Mick, 22. Alle drei sprechen in Schumacher so offen und privat wie nie zuvor über ihn, sagt Corinna und bekräftigt. Egal, was ist, wir werden alles machen. Wir alle, für sie scheint der Zeitpunkt gekommen, die Mauer des Schweigens einzureißen, die die Schumachers so lange umgeben hat. Sie öffnet ihr Herz, etwa, wenn sie sagt, ich habe nie dem lieben Gott einen Vorwurf gemacht, warum das passiert ist. Und an anderer Stelle,